Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, heute haben wir das Thema Hessischer Pakt zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung für die Jahre 2012 bis 2014. Herr Dr. Bartelt hat über die Inhalte des Paktes sehr intensiv berichtet. Ich würde jetzt relativ viel wiederholen, wenn ich einzelne Punkte wieder aufzählen würde. Dennoch möchte ich den gesamten Bereich nochmal beleuchten. Die Frage demografische Entwicklung, welche Auswirkungen hat sie? Im ländlichen Raum hat die demografische Entwicklung sozusagen eine Doppelauswirkung. Einmal auf die, die künftig medizinische Leistung nachfragen und die diese erbringen sollen. Und diese Doppelentwicklung ist auch nicht plötzlich erkannt, sondern wir diskutieren ja schon länger im Hessischen Landtag, auch im Fachausschuss über dieses Thema. Herr Banzer war das gewesen, der das eingeleitet hat schon mit Veranstaltungen. Und immer weiter haben wir das Thema vertieft und uns auch fachlich damit auseinandergesetzt. Darum bin ich ein bisschen überrascht über manche Interpretationen, die ich hier feststellen konnte. Es ist keinesfalls so, dass Sie in dem Antrag von CDU und FDP lesen könnten, damit war jetzt alles gelöst. Sondern es ist klar, das ist ein wichtiger Schritt und eine hervorragende Leistung des entsprechenden Ministers, dieses Konzept und diesen Vertrag, diesen Pakt zustande zu bringen. Denn, und jetzt haben hier zwei Vorredner geredet, die beide Ärzte sind, und jemand hier geredet, der auch im Gesundheitssystem Erfahrung gesammelt hat und haben sich damit auseinandergesetzt. Und wenn man sozusagen als Außenstehender, der nicht beruflich im Gesundheitssystem verwurzelt ist, diese Diskussion erlebt, dann weiß man, wie sensibel Diskussionen sind. Und wenn man sieht, mit wem Minister Grüttner einen Pakt abgeschlossen hat, wenn man sieht, wie die unterschiedlichen Interessenlagen dieser Handelnden sind, von der Kassenärztlichen Vereinigung, der Kommunen, dem Land, ja, den Krankenkassen, wenn man sieht, wer da am Tisch saß und dass es dem Minister gelungen ist, aus dieser Gruppe, natürlich nicht 100%, weil es extrem schwierig ist, die in allen Bereichen übereinander zu bringen, aber doch substanziell einen Pakt zu entwickeln, der aus meiner Sicht die Ärzteversorgung auf dem Land, denn die ist ja das Thema, um das sich eben dieser Pakt dreht, zu verbessern, künftig zu verbessern, weil wir haben ja diese Situation, dass wir zurzeit noch nicht diese katastrophalen Situationen auf dem Land haben, die wir alle erwarten, sondern die Politik hat frühzeitig das Thema erkannt und hat jetzt frühzeitig einen Prozess in Gang gesetzt, um dem entgegenzuwirken. Denn wir haben noch keine Unterversorgung, sondern wir haben in einzelnen Bereichen Unterversorgung und die müssen wir mit entsprechenden Instrumenten versuchen zu vermindern, zu bekämpfen und auch gewisse Bereiche in der ländlichen Versorgung attraktiver zu machen. Und wenn ich dann von dem einen oder anderen Vertreter höre, Geld wäre da nicht die richtige Methode. Also wer im Medizinbereich schon mal diskutiert hat, der hat schon den Eindruck, dass Geld eine wichtige Frage ist in dem Bereich und dass es auch ein wichtiger Anreiz ist für einen Mediziner, wenn er sich dann niederlässt oder wenn er dann eine Praxis entwickelt, was ja oft eine große Investition ist, dass da natürlich finanzielle Überlegungen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und darum glaube ich auch, dass genau das der richtige Hebel ist, um dort Motivation und Interesse freizusetzen. Darum bin ich ganz klar auf Seiten der Landesregierung an dieser Stelle und sage ganz klar, das ist der richtige Ansatz, das ist auch der richtige Weg, was erreichen zu können. Und natürlich ist es so, und das ist hier schon darauf hingewiesen worden, die Gesellschaft wandelt sich. Wir haben die Demografie, wir haben auch die Frage von Familie und Beruf. Wir haben gerade im Ärzteberuf eine Veränderung der Struktur der Studierenden und auch der Ärzte, die künftig dort arbeiten werden. Das ist alles hier vorgetragen worden. Aber, und das möchte ich mal so ein bisschen vorsichtig hier formulieren und sagen, woher wollen Sie denn wissen, welche gesellschaftliche Auswirkungen das tatsächlich hat, dass Frauen in diesen Beruf gehen? Woher nehmen Sie denn die Weisheit zu wissen,
Wie werden denn Familien sich organisieren, wo der Arzt eben eine Frau ist und vielleicht der Hauptverdiener? Woher wollen Sie denn das alles wissen? Ich glaube, Sie haben auch so einen gewissen Scheuklappen aus Ihrer eigenen Lebenserfahrung. Oder das meine ich gar nicht negativ, sondern der Art und Weise, wie Sie in Rahmenbedingungen familiär Erlebnisse hatten, die Sie einfach projizieren. Aber es ist nicht nur, dass sich die Gesellschaft in der Frage der Demografie und der Ausbildung verändert, die Rolle der Frau sich deutlich verändert, sondern auch die Familie und wie Familie sich organisiert, verändert sich. Und wo das endet und wie das weitergeht, da wage ich mich zumindest hier noch keine genaue Prognose abzugeben und hier das einfach in mein ideologisches Bild zu pressen. Das wird jetzt alles so mit der Familie, das wird alles so nicht funktionieren. Das sehe ich anders, sondern ich glaube, der Staat muss eben entsprechende Rahmenbedingungen für die Familien schaffen, um damit Familien eben sich so organisieren können, wie sie das möchten. Und das schreiben wir Ihnen nicht vor und das weiß ich auch nicht, wie Sie das in Zukunft tun werden. Und es ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, das man so am Rand streifen sollte. Man sollte auf jeden Fall, und Frau Schulz-Ascher hat es angesprochen, auch überlegen bei der ganzen Konzeption, wie wir denn nicht ärztliche Fachkräfte einbindet in solche Konzepte. Was man da tun kann, auch da haben wir schon intensiv drüber diskutiert, das ist natürlich ein hochsensibler Bereich, aber auch da, glaube ich, müssten wir, wenn wir über die Versorgungssituation im ländlichen Raum spricht, einen nächsten Schritt machen. Da müsste man sich auch noch intensiver beschäftigen, auch die technischen Möglichkeiten der Telemedizin, auch da haben wir uns auseinandergesetzt, auch nicht unproblematisch, aber da kann man auch überlegen, da kann man auch Dinge auffangen und ich glaube, solche positiven Ansätze, ohne gleich wieder in diese Ideologiedebatte zu verfallen, was ist künftig der gute Arzt und was ist der schlechte Arzt. Also ich kann auch nicht beurteilen, ob aus Ihrem Umfeld es tatsächlich so ist, dass der Fernseharzt, Fernsehlandarzt der klassische Arzt ist, wie er Realität ist. Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe auch den einen oder anderen Arzt in meinem Freundeskreis, der hat mit denen relativ wenig gemein, die man da im Fernsehen sieht. Das ist aber, glaube ich, in der Regel eher so, dass das, was man im Fernsehen sieht, nicht unbedingt immer die Realität abbildet. Und manchmal hoffe ich das auch, wenn man sieht, was man da im Fernsehen beobachten kann. Ich glaube, dass es den Menschen wichtig ist, und darum diskutieren wir das Thema, ja, die ärztliche Versorgung auf dem Land. Die Gesundheitsversorgung ist ein ganz zentraler Bestandteil der Frage, akzeptieren Menschen Gesellschaft, sind Menschen mit Gesellschaft zufrieden? Da kommt immer als erstes das Thema Gesundheitsversorgung. Dann kommt der Arbeitsplatz und andere Themen. Aber Gesundheitsversorgung ist immer das Thema, was die Menschen ganz zentral an ihrem Leben interessiert. Ist die gewährleistet und hat die einen hohen qualitativen Standard? Und da ist es so, dass meine Lebenserfahrung und auch das, was ich so erlebe, dass der Arzt meines Vertrauens und mein direkter Ansprechpartner, dieser Arzt, der sozusagen womöglich noch in meiner Kommune zu Hause ist, den man auch so gesellschaftlich respektiert und anerkennt, dass dieser Arzt, und das ist nun mal der Arzt, der womöglich selbstständig eine Praxis betreibt, womöglich mit mehr Mitarbeitern, nicht mehr die Familie sozusagen der Praxis arbeitet, das mag ja alles sein, aber dieses persönliche Verhältnis zwischen Arzt und Patient, und da ist nun mal, glaube ich, die Praxis auch auf dem Land entscheidend. Und darum kämpfen die Kommunen auf dem Land so. Und darum sind die Kommunen ja auch dabei, mit dem Land mitzumachen. Natürlich lässt keine Kommune es an einem Betreuungsplatz scheitern, wenn sie einen Arzt in ihre Stadt kriegen können. Die überlegen doch alle, wie kann ich einen allgemeinen Arzt in meiner Kommune halten. Das sind riesige politische Debatten vor Ort. Und ich glaube, sie haben da so ein bisschen, verkennen sie in ihrer, ich will nicht sagen ideologischen Sichtweise, aber doch so sehr fokussierten Sichtweise, dass es den Menschen erstmal darauf ankommt, dass sie jemand haben, dem sie vertrauen. Und das ist nun mal klassisch, aus meiner Sicht zumindest, der Arzt, der in dieser Arztpraxis vor Ort ist. Und darum finde ich es auch gut, dass da der Schwerpunkt gesetzt wird. Und wir werden auch da weiter unsere Politik dran ausrichten. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was der Minister in schwierigem Umfeld hinbekommen hat. Die Voraussetzungen wurden auch in intensiven Debatten mit dem Bund geschaffen dafür. Und ich finde es gut, wenn solche Ansätze, da sind wir vielleicht im Land nicht zentral verantwortlich, aber dass man auch so Ansätze hat, dass man sagt, die Vertretungszeiten für Ärzte, eben wenn sie Kinder bekommen, werden ausgedehnt, dass man eben sich länger vertreten kann, ohne dass man Probleme kommt von 6 auf 12 Monate. Oder über die Residenzpflicht sich eben Gedanken macht, muss der Arzt noch in dem Ort wohnen, wenn er das nicht möchte, sondern kann er eben woanders entsprechend sich mit der, dass solche Themen eben immer wieder eine Rolle spielen. Das können wir jetzt nicht direkt beeinflussen, sondern das ist eine Gesamtdebatte und es muss auch ein Gesamtpaket sein.
Und im Rahmen dessen, was überhaupt möglich ist mit den, sag ich mal, verschiedenen Interessenlagen, ist das ein hervorragendes Ergebnis. Ich glaube, es ist zielführend, blickt in die Zukunft. Und ich glaube, Minister Grüttner hat hier was Hervorragendes erreicht. Und darum ist es gut, dass wir es loben. Und machen Sie weiter so, Herr Minister. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als